Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Eastshade. Wir haben in der letzten Folge einen Kriminalfall da drüben auf der Insel gelöst, beziehungsweise haben es eigentlich nicht so richtig gebacken bekommen, ist aber trotzdem abgeschlossen. Hat uns jetzt nicht so viel noch gekostet, außer einiges an Zeit. Auch das wurde jetzt mit unserer Vermutung ein bisschen daneben lagen. Hat jetzt nicht so die krassen Auswirkungen für uns. Es wurde einfach gesagt, dass wir falsch sind. Es hat uns nur einiges an Spielzeit gekostet. Und ich habe auch gar nicht mehr so die Übersicht, was denn sonst noch so für uns wichtig ist. Die Bilder natürlich. Das mit den Wasserfüchsen haben wir nicht so richtig hinbekommen. Das mit dem Amulett. Die beiden Sachen hängen ja dann quasi irgendwie so ein bisschen zusammen. An der Spitze. Genau, da sind wir im Prinzip noch dran. Mit dem Elixier, das mit den Knollen. Ja gut, das mit dem Elixier, ja, es gehört da dazu. Das mit der Dichtmasse haben wir uns im Prinzip auch schon anders beschafft. Mad Willows Rätsel, das ist mal, da hatten wir uns schon mal dran versucht, sind aber auch etwas gescheitert. Ja, das mit dem Boot ist so eine Sache, das weiß ich. Wir haben hier probiert, ein bisschen was zu angeln, aber auch eher von mäßigem Erfolg, deswegen stellen wir das vielleicht auch erstmal noch ein bisschen hinten an. Hier können wir eventuell nochmal vorbeigucken, ob da irgendwas passiert ist bei den beiden Kindern, die wir vor einigen Folgen gefunden haben. Und die verschlossene Kiste wollten wir mal noch beim Victor vorbeibringen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns eventuell mal annehmen können, denn wir sind gerade, so glaube ich zumindest hier, im Rotforst, sprich wir sind auf der Seite, sprich wir kommen da hier über den großen Baum, dann hier mal, der steht ja hier unten an der Kreuzung, der gute alte Victor. Damit es ein bisschen schneller geht, schnappen wir uns mal wieder unser Fahrrad. Und ja, ablegen. Und schauen wir, dass wir hier irgendwie einen Weg finden. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, da kommen wir zumindest schon mal in die richtige Richtung. Ja, das mit der Kiste, das ist zum Beispiel so eine Sache. Komm, fahr erstmal gegen den Baum. Und dann hier weiter den gepflasterten Weg. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Hatte ich, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon mal angesprochen. Also ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, dass wir die zum Beispiel zu dem Victor bringen müssen. War jetzt von der Aufgabe her für mich absolut nicht ersichtlich. Würde das jetzt nicht so in unserem Tagebuch. Wow, in unserem Tagebuch in den Quests drin stehen. Vielleicht sollte ich das mal beim Victor vorbeibringen. Hätte ich da jetzt zum Beispiel auch keinen Plan, was ich damit machen müsste. Ich habe jetzt so eine Kiste gefunden, da war auch noch ein lustiger Text dabei, aber da war kein Hinweis darauf, dass das in irgendeiner Verbindung mit dem Victor steht. So, den wir jetzt mal. Erstmal packen wir unser Rad wieder zusammen. These trails aren't gonna take care of themselves. Alles klar. Kann ich dich nach einer Kiste fragen? What? A box? Why are you bothering me with something like that? Weißt du, was Medwe bedeutet? Ich habe gehört, dass sie dir gehören könnte. Haben wir das gehört? Weißt du, dann fragen wir halt erstmal, weißt du, was Medwe bedeutet? I do, actually. Okay, fine. Let's see it. Well, I can't say I ever expected to see this. Gehört sie dir? Medwa was my great-great-grandfather. His mother brought him to Eastshade with nothing to her name except some seeds from their homeland. According to the story, she kept them there, in that very box. She wanted to plant them here so Eastshade would share a piece of home. I can't believe you actually recovered it. Makes sense it would be Lady Samira's scheme. But I can't figure out what she'd want to do with seeds. Doesn't really seem to fit her style. The seeds must still be in here. I've got another key somewhere.
Unless Samira got to that one too somehow. I think I'll try planting them. In pots, of course. They're an invasive species. Thanks for rescuing this for me. It's nice to have a piece of my family's history. Ja, das freut mich natürlich, dass wir... You know what? This box is basically a historical artifact. It would be nice for other travelers to see a part of immigrant history. Would you mind delivering it to the innkeeper up the hill? Klar. Dann flitzen wir mal da hoch. Okay. Und geben die da ab, würde ich sagen. Feuer loaded. My great-great-grandparents built this lodge. It's held up pretty well, I'd say. With any luck, it'll stay up for many more generations. So, Victor's Kiste abgeben. What an ornate box. Oh, this is the famous seed box of the Medve family. I guess it's fitting to display it here, this being the place the Medve settled. Wissen alle in der Stadt von dieser Kiste? Not at all. But us innkeepers, folks tell us things. Just the other night, I heard the wildest story about a strange musical group out in the woods. You ever think of all the interesting stories we hear night after night? Ja, das klingt nach einem interessanten Beruf. I'm gonna set up a nice plaque for this. A traveling box. How fitting for an inn. So, nein, danke. Okay. Ja, dann halt nein, danke. Ja, lass mich raus. So, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Pilze an. Dann darunter nach dem Artefakt zu suchen, habe ich eigentlich nicht nochmal Bock. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon so dreimal gemacht. Und nichts gefunden. Warum ist jetzt hier der Strauch auf dem Weg? War der da schon immer? Ich glaube nicht. Wir schauen nochmal ganz kurz. Nicht dahin, sondern dahin. Okay, danke dafür. Ach, die verschlossene Kiste. Okay, ist abgeschlossen. Also können wir von dir jetzt auch nichts. These trails aren't gonna take care of themselves. Ja, nichts Neues mehr erfahren. Okay. Ich würde noch mal ein kleines bisschen zu Fuß gehen. Und zwar würde ich dann 3, 2, 1. Mal schauen. Dass wir eventuell das noch einsammeln. Das Unkraut können wir ja irgendwie oben bei der Tante im Baumhaus abgeben. War das die Samira? Ich muss immer... Also mit den Namen, da komme ich echt sowas von krass durcheinander. Vor allem mache ich ja doch immer ein paar, sagen wir mal so ein paar Aufnahme-Sessions, so wie es die meisten halt wahrscheinlich machen werden. Und ja, spiel halt zwischendrin einfach mal so 3, 4, 5 Tage nicht. Und da ist es mit den doch sehr außergewöhnlichen Namen hier gar nicht so einfach zu merken, wen man da jetzt schon alles gesehen hat und wen nicht. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte mal gern diese Füchse hier irgendwo gesehen, aber da müsste ich jetzt vielleicht doch mal nachschauen. Das sind die Disteln, die dürfen wir nicht pflücken. Müsste ich da jetzt mal nachschauen, wo wir die denn so finden. Ansonsten würde ich mal ganz gern versuchen mit dem tollen Boot, was wir jetzt haben. War glaube ich auch letzte Folge, wo wir das dann gebaut haben. Auch falsch. Probieren. Wir sollten ja jetzt irgendwo stehen, glaube ich, irgendwo hier. So, da vielleicht doch mal so ein bisschen ins große Wasser gucken, wenn das funktioniert.
Schauen wir mal. Rucksack. Das Boot hatten wir ja. Da. Schiff. Aha. Alles klar. Das ist jetzt... okay. Mach's gut, Boot. Schnell, wir haben doch noch irgendwo dieses... Ernsthaft. Fuck it. Jetzt haut hier unser Boot ab. Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Mit dem scheiß Schiff, den kommen wir da, mit dem scheiß Blüten. Ich bleib so von irgendwo hängen. Ey, das ist doch jetzt nicht der Ernst, die Situation hier. Geil, hier kommen wir nämlich auch nicht zurück. Die Strömung ist zu stark. Boah. Schnur. Okay, zur Not können wir uns halt so ein Boot nochmal bauen. Das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Das war jetzt wieder eine Aktion. Und halt da jetzt das Boot. Ja, aber irgendwie sind wir jetzt, glaube ich, falsch. Wobei... Pass mal auf, wir rudern mal nach da vorne zu unserem Kollegen und zeigen dem mal unser tolles Blütenbeutel-Floß. Denn von dem haben wir das ja... Von dem haben wir ja hier die ganze, die ganze Rezeptur dafür bekommen. Und der hat uns ja schon immer gefragt, wo wir denn unser Floß haben. So, können wir direkt so von Boot zu Boot mit dir reden? Nee, natürlich nicht. Packen. Danke. Hier. Hello, good friend. Where is your left? Okay. Oistler. Oh, da hat er auch ein Fahrrad. Ich weiß nicht, ich hätte noch mal Bock nach Lindo zu gucken, denn ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das ja gar nicht mehr so dass wir da einfach im Laufe des Spiels sonst einfach noch mal hinkommen und dass wir da noch mal waren, noch mal so ein bisschen was abklappern, mal gucken, ob uns da noch irgendwas auffällt, ob wir da irgendwo noch was Neues triggern können, ob da was Neues getriggert wurde. Ein paar Federn einsammeln. F29, ach, dann wird's gleich dunkel. Mal gucken, wo sich der Architekt gerade so rumtreibt. Hier zumindest nicht. Einfach nochmal die Lage checken, ob es da noch irgendwas Neues gibt. Ja, dass wir dann doch irgendwas Krasses verpasst haben. So. Thanks for everything. Jo. Die Kiddies spielen immer noch. Hier kommen wir immer noch nicht runter. Naja. I'd like to soak it in as much as possible. Ja, alles klar. Kein Ding. Wer warst du denn eigentlich? Jemand sau uninteressantes. Thanks again. Bis bald. Konnte ich mit deiner Mutter hier noch irgendwas
bequatschen. Ich glaube nämlich auch. What Isan did to you is downright uncivilized. That safe travels. Jo, nee. Auch nichts mehr. Dann gucken wir vielleicht nochmal hier. Das waren ja immer ganz nette Leute. Da sitzt hier noch ein bisschen rum. Hast du denn you noch look etwas well für uns? Ja, danke. Thema auswählen. Bringt uns nichts. Was certainly hattest du denn, Lindo-Aufguss? Ja, der bringt uns jetzt auch nicht so geile Sachen. Also, ist ja jetzt doch nichts Krasses mehr. Die wird immer noch wegen ihrem Boot rumzahnen. Oh, ja. Now leave me be. Leave me, please. So, hast du denn noch irgendwas für uns? My father was a fisher of these oceans. So I've been out on the sea plenty of times. Sea monster. Okay. Da erzählt man, glaube ich, immer so ein bisschen was Neues, aber nichts wirklich Interessantes für uns. Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwie hier runterkommen. Nee, wir müssen uns erstmal ein Boot bauen. Dann bauen wir uns nochmal schnell ein Boot. Dazu brauchen wir Schnur, also 3, 4. Ah, okay. Okay, dann bauen wir uns mal das Boot hin. Das schießt natürlich wieder weg. Geht. Bringt auch nicht viel. So, dann haben wir ein neues Boot. Können wir uns denn hier unten irgendwo aufs Wasser packen? Kommt man da? Kommt man da ans Meer? Theoretisch ja. Ich speichere jetzt aber erstmal. Falls es uns doch jetzt auch hier wieder unser Boot wegfeuert. Ach Quatsch, das haben wir schon gebaut. Ah, okay. Ich meine auch hier dieses Wasser, was wir dabei haben. Also braucht man hat's. Man kann davon auch was trinken, aber so richtig brauchen tut man es nicht. Wo ist denn jetzt das Boot? Da. Aha. Okay, das funktioniert schon mal. Und es ist auch wirklich doch einiges schneller. Pass mal auf. Wenn das jetzt so fix ist, dann gucken wir mal, ob wir da hinten. Ja, da laden zumindest noch Texturen. Achso, das geht ja wieder nicht. Kiste. Noch eine Kiste, komm mal. Fass. Sieht irgendwie ganz schön ölig aus, ich will ja nichts sagen, aber. Okay. Irgendwie treibt's uns hier auch ein bisschen weg. So, ja, das Boot, das liegt halt hier. Man kann auch hinpaddeln. Aber jetzt nicht so richtig krass damit interagieren. Na gut, ne, hat man das mal gemacht. Würde ich sagen, nehmen wir wieder einen Kurs Richtung Lindo, beziehungsweise wollen ja eigentlich mal so ein bisschen dahinter zu. Und ich würde eventuell sagen, dass ich das jetzt mal in der Pause mache. Ja, dass ich das jetzt einfach mal in der Pause mache. Und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und wir dann mal, dass wir schon mal drüber geredet haben, was wir da eigentlich vorhaben.
mal noch hier hinten so die Sachen abfahren. Mal gucken, ob wir hier zu dem kleinen Lager kommen. Und ja, hier waren wir ja jetzt, glaube ich, schon mal drin. Mal gucken, trotzdem, dass wir hier mal noch die Küste abfahren und mal gucken, was wir da noch so alles Tolles entdecken. Ich ja, würde mich freuen, wenn ihr Bewertungen da lasst. Wenn ihr kein Video verpassen wollt hier von Eastshade oder auch die anderen auf unserem Kanal, dann einfach ja, abonnieren, Glocke drücken. Ihr wisst ja, das Übliche. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.